love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Hallo meine Lieben, ich möchte heute endlich den Wocheneinkauf erledigen. Es ist so schwer, ne? Normalerweise bin ich nicht jemand, der irgendwie so schnell überfordert ist, aber ich muss euch sagen, momentan wird mein Bauch echt so schnell hart, oder nicht unbedingt hart, aber halt so unangenehm. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich echt hinsetzen oder hinlegen, und das ist ja was ich überhaupt nicht kann, weil ich halt immer in Action bin und weil natürlich auch Liana protestieren würde, wenn ich mich jetzt einfach hinlegen würde. Na, süße Maus? Ich muss HelloFresh bestellen. Na, Schatz? Ich brauche einfach wenigstens, das Baby soll hier sitzen? Ja. Okay. Ich brauche wenigstens das Mittagessen oder das Mittag- und Abendessen, was abgedeckt ist, weil HelloFresh ist ja meistens wirklich so, dass man das mittags- und abends essen kann oder immer Restchen übrig bleiben, also bei uns zumindest. Oder ich dann eben mittags koche und abends André HelloFresh isst und wir nur Brot essen oder so. Aber diese Wocheneinkäufe als Schwangere, ich krieg's nicht hin. Wir machen es jetzt trotzdem, weil wir einfach viel zu viel Geld für, oder ich viel zu viel Geld für Lieferservice momentan ausgebe. Machst du zu? Ja. Okay, weißt du es noch? Ja. Hier drauf drücken, hier auf den Knopf. Hörst du? Sehr gut. Ja, jetzt geht's zu. Siehst du im Spiegel? Jetzt geht die Garage zu. Sehr gut gemacht. Und weil ich eben dann merke, ich habe nichts zu Hause und ach komm, dann bestellen wir was abends. Und das geht einfach super krass ins Geld. Und ich habe einen Thermomix. Es ist ja eigentlich echt einfach. Ich brauche halt nur die Zutaten. Leider wohnen wir auf dem Dorf und haben keinen Lieferservice. Es gibt ja in... Oh, ein Löwe, ne? Es gibt ja in Großstädten, dass auch zum Beispiel der Rewe oder so nach Hause liefert. Das haben wir leider nicht. André hat immer Sonntag, Montag frei. Das heißt, sonntags brauchen wir gar nicht erst überlegen. Und Montag sollten wir das eigentlich dann machen. Kriegen wir aber nicht hin, weil ich dann natürlich auch Andres freie Tage nutzen möchte, um als Familie was zu machen. Ja, Schatz? Aber ja. Trotzdem raffe ich mich jetzt auf. Wir haben heute Morgen schon viel gemacht. Es ist schon nach 12. Wir machen jetzt den blöden Wocheneinkauf. Wir haben uns eine Liste geschrieben. Wir haben ein paar Ideen, was wir diese Woche kochen. Und machen jetzt schnell diesen Wocheneinkauf. Hoffentlich schnell. Und dann, ich habe ein paar verschiedene Tüten mit, dass ich das einfach aufteilen kann. Dass ich dann einfach ein paar Mal hoch und runter laufen kann. Und das alles hochschleppen kann. Ja, nicht so einfach. Ne, Sisi? Ja. Aber wir schaffen das, oder? Frauenpower. Meine Lieben, wir sind zurück. Und es war eigentlich ganz entspannt, weil Liana war total lieb und super. Ich habe Blümchen mitgenommen, weil meine Mami hat heute Geburtstag. Kriegt natürlich noch was anderes. Aber Blümchen müssen auch sein. Wo ist die Vase? Hier ist die Vase. Ja, meine Mami hat heute Geburtstag. Wir fahren auch nachher dorthin und wir werden schön essen gehen. Meine Mama hat ein tolles Restaurant rausgesucht mit Spielplatz, dass alle entspannt essen können und Liana da vom Spielplatz rumhuschen kann. So, die machen wir jetzt erstmal ins Wasser und dann zeige ich euch schnell alles tief. Okay, vorab, ich bin schwanger. Ich habe Gelüste. Ich habe keine gesunde Gelüste momentan. Also seid gnädig mit mir. Ich habe heute echt viel Scheißdreck eingekauft. Ich gebe es zu. Ich zeige euch jetzt erstmal die Tiefkühlsachen. Ah, und noch was vorweg. Ich habe bei Principessa, die auch einen YouTube-Kanal hat, gestern auf Instagram gesehen, dass sie Nudeln mit Sauce Hollandaise und Buttergemüse gemacht hat. Wie geil ist bitte das? Noch nie gemacht, aber Sauce Hollandaise, ich könnte mich da reinlegen, immer bei Spargel. Und deswegen habe ich jetzt Buttergemüse und Sauce Hollandaise gekauft. Könnte man auch im Thermomix selber machen, aber da sind ja frische Eier dabei und das soll man ja in der Schwangerschaft so ein bisschen aufpassen. Ich habe viele Fertigprodukte gekauft, aus Bequemlichkeit, weil ich einfach momentan super viel zu tun habe und es super anstrengend ist. Ausrede. Aber ja, ich zeige euch jetzt einfach mal den ungesunden Food-Haul.
Also, Liana hat sich Eis rausgesucht. Dann habe ich 4 Mini-Frühlingsrollen mitgenommen, weil sie mich angelacht haben. Und einmal Rahmspinat und 2-mal das Buttergemüse. Dann zeige ich euch mal alles, was schnell in den Kühlschrank muss. Einmal für André Hähnchenschenkel und ein Schweinenackenbraten und Leona und Schinken, meine absolute Lieblingsstation, nicht. Ungesunde Fruchtzwerge stehe ich gerade momentan extrem drauf. Liana kriegt das nur sehr selten, weil da ist super viel Zucker drin. Eier, dann 2-mal Butter, die waren im Angebot, einmal Frau Antje noch nie gehabt und dann gesalzene Butter, ich liebe es. Emmentaler und Schnittlauch und ich hatte auch noch den Ananas. Hier ist er. Ananas, Mandel. Also ich stehe momentan auf Sachen, auf die habe ich noch nie in meinem Leben gestanden, aber so ist es halt in der Schwangerschaft. Bio-frische Ravioli hat sich Liana rausgesucht mit Spinat und Ricotta. Die isst sie auch wirklich sehr gerne. Kinderschokolade nicht für mein Kind, sondern für mich. Und dann habe ich Schupfnudeln mitgenommen. Schupfnudelpfanne, das mache ich auch super gerne. Einfach ein bisschen Kräuterfrischkäse dran und Zucchini und dann das Ganze in der Pfanne zusammenmischen oder auch schon zusammenbraten. Schupfnudeln in Butter anbraten und dann Frischkäse und Zucchini dazu. Nee, Zucchini erst anbraten. Erst Zucchini anbraten, dann Schupfnudeln dazu und dann den Frischkäse. Schmeckt super. Obst und Gemüse haben wir noch einiges zu Hause, deswegen habe ich diesmal nicht so viel mitgenommen. Kartoffeln, Tomaten, Brokkoli. Da möchte ich Brokkoli und Reis im Varoma machen, im Thermomix mit so einer ganz tollen hellen Soße. Liana isst das gerne und ich natürlich auch. Dann Salat, 2-mal Kürbis, weil die Kürbissuppe aus dem Thermomix mache ich auch wahnsinnig gerne gerade. Zucchini für die Schupfnudelpfanne. Dann einmal Heidelbeeren, einmal Himbeeren. Wir haben noch Äpfel, Bananen, Orangen zu Hause. Und einmal so Bauerngurken zum Snacken für abends. So, und dann kommt der Rest. Es waren griechische Wochen im Lidl, deswegen haben wir einmal so einen Topf Oliven mitgenommen, den haben wir öfters, der ist echt gut. Dann einmal Olivenöl, 2-mal Tortilloni, sehen aus wie Rigatoni, ist wahrscheinlich fast das gleiche. Dann da hinten 2-mal Milch, 2-mal Apfelsaft, 2-mal Cornichons. Die ungesunde Variante, Sauce Hollandaise, die ist aber nur für mich. Dann den Orangensaft, der ist sehr lecker mit Fruchtstückchen, also so fast wie frisch gepresst. Einmal Lianas Haferflockenkekse und dann aus der griechischen Woche noch einmal Weinblätter mit Reis gefüllt und einmal dicke Bohnen, Riesenbohnen mit Tomatensauce. Ah, und ein Rumsteak für André. Und ein Sixpack Wasser. Wie gesagt, kein Einkauf, auf den ich stolz bin. Ich gehe viel lieber in den Bioladen und ich kaufe viel lieber viel mehr Obst und Gemüse. Manchmal ist es halt so, ne? Manchmal hat man so eine Phase, wo man nicht wirklich viel Lust hat zum Kochen und die Gelüste in der Schwangerschaft sind halt auch eher bei mir, das war bei der Liana schon so, eher so in die falsche Richtung. Wobei ich muss sagen, jetzt in der Schwangerschaft esse ich auch wahnsinnig gerne frisch so Obst und Gemüse oder ja, mal einen Joghurt mit Früchten oder so, aber auch viele Fast-Food-Gelüste. Aber ne, alles nicht so schlimm. Werden wir alles überleben. Ihr Lieben, jetzt gibt's Nudeln mit Sauce Hollandaise und Buttergemüse. Und dann hoffe ich, dass die Kleine Maus einen Mittagsschlaf macht, weil wir eben nachher zu meinen Eltern fahren und dann noch schön essen gehen und ich nicht möchte, dass sie da quengelig ist. Deswegen hoffe ich, dass ich sie gleich noch hingelegt bekomme. So, jetzt weiß ich auch wieder, warum man frisch kocht. Die Sauce Hollandaise schmeckt nicht sehr geil. Das ist so richtig flüssig und schmeckt eigentlich nur nach Butter. Das Gemüse ist bestimmt okay und die Nudeln auch, aber es ist halt, ja, nicht wirklich ein Gericht für uns, glaube ich. Liana kriegt Nudeln mit Butter und Gemüse habe ich mal zur Deko dazugelegt. Ich glaube nicht, dass ihr was isst. Liana ist eingeschlafen, ziemlich schnell. Yes! Und jetzt habe ich so 1,5 Stunden Zeit. Jetzt mache ich einen Schweinebraten für André, weil wir gehen ja jetzt heute Abend essen mit meinen Eltern. Das könnte die Post sein, Moment. Das war die Post. Die haben das Treppengitter gebracht. Ich habe eins bestellt fürs neue Haus, weil die ganzen Durchgänge und Treppen sind breiter wie hier. Und jetzt habe ich von Hauk eins bestellt, wo auf Instagram von einer empfohlen wurde. Das ist jetzt breiter und kann man einklemmen. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich bin noch ein bisschen skeptisch mit dem Einklemmen, ob das wirklich hält. Und hier habe ich jetzt diese Variante, 75 bis 80 und noch eine 21 cm Verlängerung dazu.
Das werde ich die nächsten Tage mal im neuen Haus ausprobieren. Aber wo ich eigentlich stehen geblieben bin, Schweinebraten. André kommt ja immer sehr spät von der Arbeit. Und wir essen meistens nicht mehr zusammen Abend, weil Liana und ich früher essen. Und deshalb bereite ich ihm immer was vor. Und da wir heute sowieso auswärts essen, habe ich gedacht, mache ich ihm jetzt einfach einen Schweinebraten. Das kann er dann nämlich auch ein paar Tage essen. Er hat mir mal beigebracht, wie man das macht. Die Vegetarierin weiß gar nichts, was Fleisch angeht. Und André nimmt da immer so ein großes Stück Schweinebraten. Und dann macht er so kleine Löcher rein, Pfeffer und Knoblauch. Stopft er dann so in die Löcher mit einem Messer oder mit einer Gabel. Und dann brät er das an von beiden Seiten und dann macht das für 45 Minuten in den Ofen. Das mache ich jetzt und vielleicht Kartoffeln dazu oder so. Ich muss mir mal noch eine Beilage überlegen, dass er auf jeden Fall heute Abend das Essen hat. Dann werde ich unsere Wickeltasche packen und Lianas Kleider rauslegen, weil heute Morgen war sie viel zu warm angezogen. Und dann wacht sie auch schon wieder auf oder ich muss sie wecken, weil um 16 Uhr müssen wir bei meinen Eltern sein. Wir holen die nämlich ab, weil wir eine Reservierung in einem Restaurant haben, deswegen muss es pünktlich werden. Übrigens fragen mich immer ganz viele, krass, wie kannst du das Fleisch anfassen und so. Also ich fasse das Fleisch nicht direkt an. Ich habe jetzt aber gelernt, einfach zu akzeptieren, dass mein Mann kein Vegetarier sein möchte. Er tut schon auch für mich viele Dinge, also gerade was Fleisch angeht. Er hat das schon echt reduziert. Früher brauchte der jeden Tag Fleisch und zu jeder Mahlzeit Fleisch. Und wir konnten das echt schon reduzieren, wo ich mega stolz drauf bin, weil er halt ganz anders aufgewachsen ist als ich. Bei denen ist Fleisch einfach die Hauptnahrungsquelle. Und man muss immer gucken, wie viel darf man in eine Privatsphäre von einem anderen Menschen reingehen. Es wäre mein größter Wunsch, wenn André Vegetarier wird oder Veganer wird sogar. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und jeder Mensch muss das für sich entscheiden. Leben und leben lassen. Und wenn mein Mann Fleisch möchte, dann muss ich das irgendwo akzeptieren. Es gibt bestimmt Wege, das besser zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir im neuen Haus wohnen, haben wir einen Bioladen vor der Haustür. Da möchte ich dann nur noch biologisches Fleisch kaufen, weil da sträubt er sich auch noch so ein bisschen dagegen, weil er halt das Wissen nicht hat oder weil er halt sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Weil wenn Fleisch, dann sollte man halt gucken, dass es von Biobauern ist und dass es halt gutes Fleisch ist. Kann Fleisch gut sein? Also ihr wisst, als Vegetarier ist man dann immer so ein bisschen betroffen und kann da eigentlich gar nicht so drüber reden oder mitreden, weil ich das halt nicht nachvollziehen kann, aber genauso kann er nicht nachvollziehen, dass ich gerne vegetarisch lebe. Deswegen, ja, ist das immer ein blöder Punkt in unserer Beziehung. Aber ich habe gelernt, das zu akzeptieren, so wie er auch mein vegetarisches Dasein akzeptiert. Und ja, wenn es zu Liana kommt, dann gibt es immer Streit, aber so untereinander können wir das jetzt ganz gut. Meine Lieben, wir sind jetzt an der Gaststätte angekommen und da gibt es einen ganz, ganz toller Spielplatz. Meine Lieben, Stunden später. Ich konnte da gar nicht filmen, weil es so viel plötzlich los war. So viele Kinder auf dem Spielplatz, so viele um uns rum im Restaurant. Und natürlich wollten wir auch einfach nur Mamas Geburtstag feiern. Das war echt schön dort. Es war ein Paradies für Liana. Ich war natürlich mehr auf dem Spielplatz wie am Tisch. Aber das ist ganz egal. Wenn Liana glücklich ist und ihren Spaß hat, dann bin ich es auch. Und es war echt ein schöner Abend. Allerdings waren wir im Tal ohne, haltet euch fest, Netz und Internet. Es gab keinen Empfang für Handys. Und hätte ich das gewusst, hätte ich vorher André Bescheid gesagt und hätte auch vorher unseren Gästen Bescheid gesagt, beziehungsweise hätte die Ferienwohnung blockiert, weil wir haben für heute noch eine Ferienwohnung frei und es ist immer möglich, dass es eine Last-Minute-Buchung gibt und dann kriege ich eine Meldung und muss dann natürlich sofort Kontakt aufnehmen zu den Gästen und sagen, hört zu, ihr müsst übers Schlüsselkästchen einchecken, weil ich bin gerade nicht zu Hause. Wenn das passiert wäre, wären die Gäste vor verschlossener Tür gestanden, weil ich hatte keinen Empfang und kein Internet. Also man muss einfach vorher dran denken, dass es wirklich noch Plätze auf dieser Welt gibt, wo es kein Netz und kein Internet gibt.
Gott sei Dank hat keiner Last Minute gebucht und es war alles gut. André hat nur eine WhatsApp geschrieben und sich dann auch Gott sei Dank nicht gewundert, warum ich nicht zurückschreibe, weil er auf der Arbeit war. Aber das war schon so, ne, ab und zu mal so ein nervöser Moment, wo ich gedacht habe, oh nein, kacke, wenn das jetzt passiert. Dann habe ich mich aber selber beruhigt und habe gesagt, das wird nicht passieren, alles gut, und konnte dann auch wirklich gut chillen. Also, wenn wir jetzt mal entspannen wollen, wissen wir, wo wir hin müssten. Kein Handynetz und kein Internet. Ich lasse jetzt gerade das Badewasser für die kleine Maus ein, weil die volle Kanne voll ist mit Dreck und Sand und allem, was da so auf dem Spielplatz lag. Sie hatte so viel Spaß, es war echt schön. Ich bade sie jetzt, bringe sie ins Bett und dann werden wir wahrscheinlich auch bald ins Bett gehen. Und ich glaube, das wird jetzt so einreißen, dass ich immer mehrere Tage filme, weil ich einfach an einem Tag meistens nicht so viel hinkriege mit Filmen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Stimmt gerne mal ab, ob ihr lieber kürzere Vlogs habt, aber dafür einen Tag, oder mehrere Tage hintereinander und deswegen ein paar mehr Minuten. So, ihr Lieben, ich melde mich morgen zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es sind ein paar Tage vergangen zwischen Tag 1 und Tag jetzt. Wir hatten einfach viel zu tun. André hatte frei, wir haben Freunden beim Umziehen geholfen. Kriegst du nicht auf? Und jetzt stehen wir gerade in der Garage, Liana und ich, denn gleich geht's los zum Frauenarzt. Endlich wieder ein Termin. Ich bin morgen in der 18. Woche, also jetzt noch 17, aber morgen schon in der 18. Ja! Und ich bin super gespannt, weil ich das kleine Wesen jetzt schon 4 Wochen nicht gesehen habe und freue mich, wie, glaube ich, jede Schwangere, immer riesig auf die Frauenarzttermine. Liana kommt heute mit, weil André kam erst um 5 heute Morgen heim. Kein Kommentar. Deswegen geht Lianchen mit, aber jetzt ist ja auch der Ultraschall von oben. Deswegen alles cool. Im Wartezimmer gibt es Spielsachen. Ich hoffe, sie lässt mich wieder filmen für euch. Aber jetzt gehen wir uns erstmal Frühstück holen und mal schauen, vielleicht schaffen wir es noch 20 Minuten auf den Spielplatz, weil wir sind relativ früh dran. Ein Grund, warum ich echt froh bin, dass wir hier wegziehen, ist der Stau morgens. Überall staut sich es gerade, im Edeka in der Kasse wieder so viele Touristen. Aber alles gut. Wir haben unseren leckeren Smoothie. Willst du den trinken? Ja. Okay, Mama macht ihn dir auf. Liana hat Erdbeerjoghurt im Quetschi, wollte nichts vom Bäcker. Und die Mama, kann aber die Liana auch gleich reinbeißen, hat Käsebrot. Na, kommst du mir? So ein belegtes Käsebrot mit Tomaten und Soße und Gurke. Willst du da mal reinbeißen? Ja. Wir frühstücken jetzt im Auto, dann fahren wir nach Herbolzheim. Das ist ein Nachbarort, in dem ich übrigens auch geboren bin. Da gibt es aber leider kein Krankenhaus mehr. Haben sie geschlossen, wie alle unsere Krankenhäuser in der Umgebung leider. Jetzt muss man nach Freiburg oder nach Offenburg, um gute Krankenhäuser zu finden. In Lage gibt es noch eins, aber das ist furchtbar. Beiß mal rein. Mit Käse. Lecker, ne? Und Ei. Das hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, dass du da reinbeißt. Hat sie aber gemacht. Ist lecker, ne? Normalerweise, wenn so viele Komponenten sind, ist es skeptisch, aber war lecker, oder? Nochmal? Ah, nee, doch nicht so. Lieber Smoothie, ne? Okay. Und ja, dann schauen wir, wie es dem kleinen Bruder geht, oder? Die Katze will auch. Gut festhalten. Dass mein Kind Smoothie trinkt, finde ich auch super. Na, das ist lecker. So viele Beeren sind da drin. Ja, ich kann es nicht abwarten, den kleinen Süßen zu sehen und hoffe, ich habe ja immer noch manchmal die Vermutung, dass es doch ein Mädchen wird. Ich glaube nicht, dass sie mir das heute bestätigt, weil 18. Woche, ne, also bei der Pränataldiagnostik hat sie gemeint, in der 20., 21. Woche guckt man nochmal nach dem Geschlecht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie heute bestätigt, dass es ein Junge ist, aber ich werde sie dann auch nochmal fragen. Ja? Geht gut. Ist gut? Ist lecker, ne? So, ihr Lieben, ich höre auf zu labern. Wir fahren los. Bis gleich. Ne, erst esse ich mein Brot und dann fahren wir los. Bis gleich. Wo ist die Schnecke? Hier. Genau. Und der Igel? Genau. I lose my breath whenever I see you.
some, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? So, meine Lieben, es ist alles wunderbar. Heute wäre eigentlich gar kein Ultraschall gewesen. Ich habe jetzt aber nochmal so eine Pauschale bezahlt, dass ich einfach immer dann, wenn ich es möchte, auch einen Ultraschall haben kann. Wenn man das Baby... Oh, die Liane ist gerade beim Löwen. Wenn man das Baby noch nicht spürt, dann ist man immer so unsicher und freut sich natürlich, wenn man kurz auf dem Ultraschall alles sehen kann, dass es halt okay ist und dass es dem Baby gut geht. Sie hat auch nochmal bestätigt, dass es ein Junge wird. Ja, also alles super. So, wir sind wieder zu Hause und ich habe lecker gekocht. Schmeckt's dir? Mhm. Gut gekocht, oder? Liana, Pizza! Schön Jufka und Pizza gegessen. Jetzt ist der Bauch doppelt so groß. Ah, apropos Bauch, den wollt ihr immer sehen. Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert. Seit dem letzten Mal. Aber die Frauenärztin hat auch gesagt, dass ich schon einen relativ großen Bauch habe für die Woche. Also... Sie hat gesagt, das darf man eigentlich so gar nicht sagen, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Aber ich habe sie wegen der Kreta-Reise und wegen dem Flug nochmal gefragt, ob das in Ordnung ist. Und dann hat sie gesagt, ja natürlich, du kannst ohne Probleme fliegen, bei dir ist alles gut. Ich soll aber trotzdem nochmal bei der Fluggesellschaft anrufen, ob wir vielleicht ein Attest oder irgendwas Spezielles brauchen. Also ich habe schon nachgeschaut, wir fliegen mit TUI und da darf man bis zur 36. Woche ohne Probleme fliegen. Trotzdem hat sie gesagt, sicher dich ab. Falls sie irgendwie was brauchen, ist es gar kein Problem, können sie mir einen Attest schreiben, dass ich fliegen darf, laut meiner Frauenärztin Hopsella. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal nachforschen, weil sie gemeint hat, wenn du halt an den Flughafen kommst mit deiner Kugel, dann werden die bestimmt erstmal fragen, huch, in welcher Woche sind sie? Ja, Mama. Weil es eben Frauen gibt, die im 5. Monat so eine ganz kleine Wölbung haben und ich habe halt schon einen Bauch, ne? Ich zeige euch den nochmal kurz. Unser Spiegel ist wieder sehr sauber. Also, das ist mein Bauch. Wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen gerader rücken und dann... Nein, ist nicht viel besser. Okay, das ist der Bauch in der 18. Schwangerschaftswoche. Morgen bin ich genau 18. Schwangerschaftswoche. So, die kleine Maus möchte jetzt beschäftigt werden. Ihr Lieben, ich verabschiede mich auch an der Stelle und melde mich ganz, ganz bald wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog. Ciao. I just want you, I just need you. I know what it is you do.